Der Sonnenpilger. Der Mensch geht im Leben viele Wege, doch trifft er wenige Entscheidungen, und das war für ihn immer sein größtes Drama. Schon wieder war er unterwegs. Lang war der Weg, der ihn zurück in seine alte Heimat führte. Ponta Grossa, die Stadt, in der er über 30 Jahre gelebt hatte. Der Ort, wo er am tiefsten verwurzelt war. Doch der Weg verwandelte sich in Geborgenheit. Die einsamen Stunden unterwegs erweckten in ihm eine Art inneren Kampf. So wie der Kampfsport einem Krieg ähnelt, so erscheinen lange Reisen oft wie Wüsten, jene Wüstenerfahrung, die wir alle fürchten. Der Bus fuhr an einem Bauernhof vorbei und am Horizont der Pampas sah er ein Pferd. Es war ein braunes, lebhaft springendes Pferd, dessen Rasse ihm unbekannt war. Er dachte, dieses Pferd ist bestimmt viel weiser, glücklicher und stärker, als ich je sein könnte. Er ist seinem Wesen treu, seiner Essenz. Es ist authentisch und immer bereit, und vor allem widmet er dem Weltschmerz keine Sekunde. Keine Sekunde für die unsinnigen Qualen des Geistes. Meu nome é Newton Schnell Jr., sou professor de alemão e mentor do projeto Lebensessenz.
Lebensessenz significa em alemão essência de vida. Esse foi o nome que eu escolhi para intitular meu projeto autoral de piano. Projeto que começou em 2003 e tomou outras proporções. A princípio era a ideia de algo mais caseiro e anônimo e acabou chegando a várias turnês, vários álbuns e assim por diante. Thank you.
Existem vários elementos que acabam compondo o motor de inspiração, não só as vivências cotidianas, mas muitas dessas músicas, a ideia é justamente o fato de que quando elas são músicas instrumentais, elas fazem com que você mesmo atribua as suas próprias memórias ou aquilo que você carrega no seu coração e se permita transportar através delas.